Ja, wir gucken mal. Knickschutz, geh mir auf den Sack. Ja, Knickschutz. Boah, ich fahr jetzt mal 1 Meter vor. Das geht ja gar nicht. Jetzt geht er doch hoffentlich ein bisschen flüssiger. Bloß nicht davon sprechen, das fängt nämlich sofort wieder an zu lecken. Ach. Ich 2 Minuten zu früh, 2 Minuten zu spät dran. Das ist Bett. Ja, ja, klar. Wo, ja, klar. Kommst du zumindest schon mal bis nach hier. Ich weiß nicht, wer fahren die... Die fahren noch im 5-Minuten-Takt, 3-Minuten-Takt, die schwer über den Ersatzverkehr aktuell. Da sind ein paar Busse unterwegs. 40 Busse sind unterwegs dafür. Habe ich gesehen, weil ich 40 Umläufe habe. Das heißt, es sind 40 Busse im Einsatz. Das heißt mindestens... Boah, das sind ja richtig viele Leute im Einsatz dafür. Leck mich am Arsch. Wenn ich mal die fahren, vielleicht, ich denke, den ganzen Tag. Da müsste ja pro Bus 3 Fahrer so in etwa, wenn du dann die ganze Zeit den durchfahren lässt. Du brauchst noch ein paar Ersatzbusse, weil immer müssen ja mal wieder rein zum Tanken. Alter, was für ein Chaos. Der Schneefall hatten wir auch dieses Jahr schon, deswegen habe ich mir gedacht, boah komm, machst du Schnee, voll geil, wird richtig lustig. Vielleicht doch nicht. Vielleicht kriegen wir mal diesmal ein bisschen mehr Schnee als sonst. Wenn du nicht siehst, wo du hinfährst, muss auch sehr lustig. Wie war das mit Fühlen? Ja, LS verspätet sich ja leider wahrscheinlich noch eine Woche, bis wir da ein bisschen mehr... bis vielleicht noch ein Update kriegen, weil es aktuell noch nicht so flüssig läuft. Wir haben... Ich habe danach nochmal geguckt, Serverauslastungen von... über... 80% teilweise gehabt, an knapp auch schon teilweise an die 100% Serverauslastung gehabt, was eigentlich ein bisschen viel ist, was wir im LS17 so nie hatten, auch nicht mit Mods, große Karten und viel drauf so in etwa. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass halt der Server, das fängt dann auch teilweise noch ein bisschen stärker an zu ruckeln und das wollte ich jetzt erstmal vermeiden, deswegen erstmal noch eine Woche Pause, leider. Hallo Ampel. Geht doch. Ja, jetzt müssen wir hier auch noch anhalten. Hi. Moin.
Dicker Winterpullover ist genau das Richtige. Oder hinter dem T-Shirt. Überfahren so. Also wenn du hier, ich bin gestern 608, glaube ich, gefahren. Das ist ja hier vom Hauptbahnhof. Vorwinkel. Ne, Oberhof. Ne, nicht Oberhof. Eine andere. Auf jeden Fall irgendwie rund gefahren, relativ kurz. Auch diese Strecke dann bis zum nächsten Hauptpunkt da vorne. Diese 11-Minuten-Linie bin ich gestern 5-mal gefahren. Also hin, zurück und so. War schon lustig gestern. Hat mir Spaß gemacht irgendwie. Steht die Fotze nicht auf meiner Busspur? Eine Pisserin. Glaube ich ja gar nicht. Da kann man doch leicht ins Rutschen. Keiner rein und keiner raus. Ja, ist aber, dass das gerade etwas rutschig wurde. Aber ich weiß doch, letztes Jahr zu Weihnachten, um Weihnachten rum, bin ich auch wieder für den... Ja, das ist nicht meine Ampel, das ist die Ampel, dann brauche ich die Ampel, die da steht. Davon sehe ich jetzt natürlich wieder richtig viel. Bin ich auch ein bisschen gefahren, Problem ist, die kriege ich jetzt... Oh doch, ich kriege Kontakt. Vollgas geben und es kommt nichts. Ich bin ja gestern auch, letztes Jahr auch einmal das erste wieder, da lag wieder Schnee und geil und oh und voll Porno und so. Fand ich voll geil. Mir gedacht habe, boah geil, kannst ja richtig fahren und dann zack, erste größere, längere gezogene Kurve, Bus gedreht. Das war nicht so lustig. Aber sonst ja. Aber wir bereiten uns jetzt schon wieder auf Schnee vor. Ich freue mich auch ganz ehrlich schon wieder so richtig auf den Winter im OMSI, im BBS und so in der Kombi. Und da freue ich mich ganz ehrlich richtig drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird wieder richtig lustig. Wieder richtig, glaube ich. Ich glaube, das wird wieder richtig lustig, so ein bisschen im Schnee fahren und so. Das kann man ab und zu machen. Wenn man jetzt eigentlich mal ein ganzes Jahr trocken gefahren ist und dann mal ab und zu mit Regen und so. Vor allem mit dem ganzen heißen Sommer, die wir hatten, da fährt man halt viel um sie, halt auch ohne Regen. Hallo Menschenmassen. Na los. Kollege? Ne. Doch, Kollege, aber keine Schwebebahn. Mal gucken, wo man hier gleich wieder rauskommt. Hier hinten. Boah,
Schnee wieder, wo Ruhrgebiet ein bisschen mit Schnee fahren. Ich habe am 8.12. Schicht. Wer weiß, was da ist, da ist Friendly Fire wieder. Das geht ja von 12 bis 12, also 12 Uhr mittags bis 12 Uhr abends, so circa zumindest. Da habe ich von 12 bis 18 Uhr Schicht eingetragen und von 10, von 20 bis 22, 30, glaube ich. Ich glaube, das wird auch ganz lustig. Weißt du schon, was ich fahre? Ich fahre morgens alles, also alles um Oberhof rum. Und abends, glaube ich, drei Runden SB 36. Dann habe ich Feierabend. Das wird, glaube ich, dann ganz lustig am C2. Ich glaube, das wird ein ganz lustiger Tag. Vor allem, aber kannst die ganze Zeit hier schön Friendly Fire auf dem zweiten Bildschirm gucken. Voll geil. Das wird ganz lustig, glaube ich. Letztes Jahr auch schon gemacht. Da bin ich aber nicht so viel gefahren, glaube ich. Da bin ich gar nicht so viel gefahren. Da bin ich nur so ein bisschen gefahren, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch so vier oder fünf Stunden gefahren, aber trotzdem. Was sind schon 4 oder 5 Stunden? Da kriegst du ja kaum ein paar richtige Turnreihen. Boah. Die fahren so schlecht, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Jetzt lass es doch einfach. Boah, ab und zu ist halt geil. Komm, lass mir mal Platz. Drängler. Hey, man sieht hier da oder Boden. Dachte, ich rutsche weiter. Da wäre es weh. Vorwinkler Straße als nächstes. Moin. Und ab geht's. Oh. Ich bin nur 3 Minuten zu spät, das geht, finde ich, voll noch. Bei dem Wetter. Klusen. 3 Minuten ist ja noch für meine Wenigkeit eine relativ vertragbare Zeit. Sofort anhalten. Anhalten, habe ich gesagt. Ich will ja raus. Geht mir nicht. Ah, jetzt wollen die alle aussteigen. Wo bin ich jetzt angeeckt? Dann müssen wir jetzt leider mal durch. Ich ruhe mir gerade mal damit meinen schönen BBS-Account. Dass mein BBS-Profil ist. Glaube ich.